Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu Fallout 76 mit Psycho Dad. Hallo. Und mit nur Quincy. Ja, wir sind heute beide alleine. Der Marc ist leider verhindert. Privat. Jo. Alex schaut sich die Avengers im Kino an. Ja, und ist ja ganz happy. Der soll total toll sein. Und darum sind heute Psycho und ich alleine. Eventuell gesellt sich nachher noch der Beander dazu. Das wissen wir noch. Endgame wissen wir noch nicht genau. Ansonsten lassen wir es heute mal ein bisschen locker angehen. Wir werden uns um Taxidermie kümmern. Genau. Und die Quest vom Psycho machen und ein bisschen schwatzen. Und ihr dürft zuhören, liebe Freunde. Also, lasst uns loslegen. Alles klar, wunderbar. Gut. Ja. Nee, das ist. Dein Outfit, das ist für so diese Cowboys, weißt du? Das sieht cool aus, ne? Ja. Ich lasse es jetzt mal an und dann wechsle ich das nächste Mal wieder. Nein, ich finde das schick. Du darfst so bleiben. Also. Ja, schon klar. Aber du kennst das ja. Manchmal hat man Bock, sich wieder umzuziehen. Weißt? Ja, deswegen hat man das in dem Spiel. Das finde ich ja so kernig. Ja, das ist immer. Denkst du, jetzt muss ich mich wieder umziehen. Jetzt will ich wieder anders aussehen. Ist auch so ein bisschen, da fühlt man sich schon ein bisschen wie so eine Frau, oder? Ach was. Nee, alles wieder was anderes. Ja. Ich meine, ist schon irgendwie so. Und das finde ich gut. Das ist cool irgendwie, weißt du? Das macht schon Spaß, aber mir hat das immer im Spiel Spaß gemacht, mir irgendeinen Scheiß anzuziehen. Ich weiß auch nicht, das macht ja auch Spaß in diesem Spiel. Das macht irgendwie Spaß, ne? Also, natürlich. Das ist schon lustig. Man hat immer das Gefühl, man ist ein bisschen eine andere Figur, ein anderer Charakter, ne? Ja, genau. Und das ist genau das, was ich hier kernig ist. Dunkeltuben gewesen eben. Ja. Ich habe mal kurz das Licht ausgemacht. Nee, das ist genial. Das ist das, was mir auch Spaß macht. Ja, das ist echt cool. Ja, wie gesagt, Feuerwehrübung hat heute total hingehauen. Also die Rauchmelder funktionieren bei uns. Das ist sehr gut. Absolut, ich bin total begeistert. Sie hauen hin. Scheibe. Ach was. Ja, deine Quest, du weißt, wo du hin musst und wie, ne? Ja. Die müsste ja eingetragen sein. Ich schaue nur kurz. Moment. So, einen Moment bitte. Aktiviert? Aktiviert ist ja auf jeden Fall. Ich suche mir jetzt den Punkt, weil hier sind immer Tonnen. Also bei mir noch nicht angezeigt. Warum auch immer die nicht angezeigt wird bei mir. Spiel. Aber ich finde es einfach klasse. Jetzt, man kann sich auch mal so ein bisschen entspannen hier. Auf jeden Fall. Im Fallout, im Verstrahlten. Ich wollte heute mit dir ein bisschen verstrahlt sein. Sehr gut. Immer. Oh, deine Vögel, jawohl. Ja. Klasse. Grüß Sie. Ja. So, ihr seid gegrüßt von Thorsten. Ich liebe es. Was hält ihr davon? Ich liebe es, seine Vögel zu hören, ehrlich. Ich ich mag das. Ich schicke auch immer wieder Videos, wenn ich kann. Also, es ist immer schön, wie zu beobachten, wie sie sich verhalten und so. Es macht schon Spaß, muss ich sagen. Also, Vorsicht, ich habe hier einen Supermutanten. Wo ist der? Oben? So. Geht das noch nach oben? Finde alle Hinweise im Park 2 von 3. Öffnen. Geht Spiegel das hier noch nach oben? Begib dich zum Ort der Auslieferung. So. Also hier muss oben, irgendwie ist hier oben, glaube ich, ein Supermutanten auch drauf. Wieso habe ich schon wieder Hunger? Okay, begib dich zum Ort der Auslieferung. Warte, geht gleich los. Für die Höhle. Ich muss erstmal was essen, ich habe Hunger. Ich bin total ausgemergelt. Ich esse mal 2 gebratene Ameisen. Ja? Ja, wunderbar. Oh ja, also das war richtig gut. Weit im Südwesten, kann ich dir sagen. Das ist in der Nähe von Beckley. Bist schon hin? Nördlich von Beckley, noch nicht. Soll ich schon vorreisen? Na, ich wollte gucken, ob ich den Supermutanten hier noch erwische. Hier oben, der hier rumtrampelt. Warte mal. Darf ich mitfahren? Warte, hier. Die Punkte muss ich ja auch haben. Größer Wert? Nicht viel, ne? Irgendwo ist hier oben noch eine. Ne, Fünfer. Das ist ja hier noch der Bereich hier, der noch ziemlich low-levelig ist. Ja. Okay. Was auch in Ordnung ist, mal eins. Ja, na klar. Warum denn nicht? Ich höre es immer noch trampeln. Also der muss hier irgendwo sein, der. Ich weiß, wo der ist. Der ist ganz oben drauf, ist der Martin. Ah, okay. Ja. Ah, ich höre ihn. Ja, ich sehe ihn auch. Mach ihn fertig. Ja. Sehr schön. Ich habe ihn zerlegt. Einer ist noch da. Sehr gut. Haben wir beide 27 Kills. Spiel aber. So, nochmal 27, kann er nicht schaden. Ich habe übrigens nämlich eine neue Waffe.
Okay. Die habe ich gekriegt hier bei der Taxidermie-Quest hier. Okay. Oh, das sind zwei. Ja. Sehr gut. So. Ich glaube, das haben wir geschafft. Jo. Weil die fallen nicht. Schade. Nee. Naja. Nee. Ich weiß, mit Kronkorken sind drin. Wir könnten mal gucken, ob wir hochkommen. Ja. Ich muss bloß gucken, wie wir hier hochkommen. Ja. Bei mir nistet gerade vom Fenster neben der Dachrinne im Nistkasten hier im Dachkasten hier eine Amsel. Ah! Die kann ich direkt vom Fenster, kann ich geradeaus zu durchgucken. Ich schicke mal ein Foto das nächste Mal. Ja, auf jeden Fall. Moment, ganz kurz mal Kamera aus, Nase putzen. So. Bist du schon hochgekommen da? Das geht irgendwie an der Seite hoch. Und sonst können wir nachher zu deinem. Ja, also ich glaube, die haben jetzt. Alles klar, nee, hast recht. Ja, gut, dann lass uns reisen. Okay, dann reise ich schon mal vor, ne? Du reist vor, ich reise nach. Wir reisen zusammen. Wunderbar, machen wir das. So, wie machen wir das am besten? Okay, also ich kann bis Beckley, da muss ich mir. Wo musst du jetzt genau hin? Ein bisschen nördlich von Beckley. Also setz doch mal bitte einen Marker hin. Vielleicht kann ich dahin, du kannst mir hinterher reisen. Ach nee, komm. Okay, ich wollte es jetzt spendieren. Ich hatte gedacht, anlässlich des ersten Mal. Ja, das ist aber letztes Mal schon so gemacht. Ja, das mache ich aber für dich, mache ich das immer wieder gerne. Da gebe ich mein letztes Hemd und meinen letzten ungewaschenen Schlüpf. Nein, natürlich nicht. Ich danke dir. Aber ich weiß es auch zu schätzen, auf jeden Fall. Alles gut. So. Okay. Ich bin froh, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast heute. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil du schon vor einer Woche die Anfrage gestellt hast und ich habe schon vor einer Woche zugesagt. Ja, ich erkläre dir das. Das wollte ich dir sowieso noch erklären. Ach so, okay. Der Grund ist einzig und allein der. Man hat ja auch gerade am 1. Mai ein paar private Wippchen. Ja. Und da habe ich so gedacht, okay, ja. Ich frage nochmal nach. Vielleicht ist es ja manchmal auch so, dass, weißt du, man ist ja der. Ach, du hattest das noch im Hinterkopf, ja? Natürlich, ich habe das hier stehen, ich wusste das ja, du hast zugesagt, aber ich wollte einfach nur noch mal nachtippen. Du bist doch kein Tipp. Ja, Mensch, wenn du so fragst, ja, bei mir haben sich Freunde angemeldet, wir haben uns ewig nicht gesehen, hätte ich gesagt, okay, verschieben wir. Also, das ging einfach nur um Kulanz. Ach so, ne, ist ja gar kein Problem. Weil ich ein nettes Kerlchen bin. Weiß ich doch nicht. Dachte ich mir. So, gut. Dann jetzt da lang, ein Stückchen ist nicht weit und dann sind wir gleich dran. Ich folge du. Ich renne hier also ohne Kampfschlüpfer herum. Ist das hier gefährlich? Ich glaube nicht, oder? Wo sind wir denn? Warte. Ach, da sind wir. Da ist es nicht gefährlich. Ah, Standort 04. Horn weit, Luftreiniger. Hier ist es nett und dann kriege ich meinen Schlüpfer immer noch an. Ist überladen, ja, das war ja klar. Aber ich habe irgendeinen Quatsch aufgenommen. Sprengkapselbox, die brauche ich ganz dringend. Ich brauche immer Sprengkapselboxes. Ja. Die Dinnergabel, ja, das ist, glaube ich, Plastik. Ich nehme hier auch mal jeden Kram auf. Ja, ist bei mir genau. Ich habe meine Perk-Karten jetzt auf Sprengstoffwaffen, also auf Sprengstoffwaffen gesetzt und auf, was war das andere noch? Oh, gelber Kanister. Ach so, dass sie die Waffen schnell, nicht so schnell kaputt gehen. Ja. Voll unnötig, für die schweren Sachen. Ne? Und dann habe ich noch einen Tipp gekriegt. Hochleistungsmagnet, oh mein Gott, 5 Kilo. Ja, großartig, dich die mitschleppe. Ja, der brauchst du jetzt nicht. Ich habe noch einen Tipp. Nee. Oh, weißt du was? Ich habe noch Skillkarten. jetzt nicht. Das mache ich später. Naja. So, warte mal, was ist bekannt? Bauplan Matratze. Matratze hast du bestimmt schon, ne? Weil du hast ja eh alle Sachen. Ach, du hast ja wieder was Geiles getauscht. Weißt du, was ich machen werde? Ich werde den Reiseberater mal teilen. Du brauchst mindestens. Hä, was habe ich denn hier? Warte mal. Achso, ich kann das nicht teilen im Moment. Schade. Warte mal. Was teile ich gerade? Du teilst hier die WhatsApp. Ah, das ist ganz gut, ne? Ich meine, dann kann man ja die einzelnen Körperteile anvisieren. Ja. Dann zu schlecht. Ja. Team, läufst du schneller? Ich laufe jetzt schneller mit dir. Ja. Ja, ich bin hier gerade dabei. Ich habe hier alles Mögliche hier. Genau. Ja, komm, bleib ich erstmal dabei. Okay, gut. Schauen wir mal weiter. Sprengstoff habe ich nämlich. Meine Sprengstoffwaffen haben jetzt 60% Schaden plus. Alles klar, so, gut. Noch ein kleines Stückchen da lang und dann sind wir da. So. Martin, wo ist er? Gleich bin rausgegangen. Ich habe gerade auf meinen Karten geguckt. Dummerweise, jetzt weiß ich, wo du bist. Und habe dann nicht gesehen, dass du weggelaufen bist und mich alleine gelassen hast. Also, in dieser Einöde. Ich dachte, du bist direkt. Ja, Entschuldigung, dass ich dir nicht gleich nachrenne, Fatih.
So, und gleich Holz sammeln? Ja, schön. Ein Bestimmungsort. Das ist ein netter Ort hier. Ja. Ah, okay, hier. Also, nimm mal gleich Holz mit. Du musst ja auch ein bisschen So, was musst du jetzt hier machen? Ja, das muss ich auch können wissen. So, was steht hier? Finde Janelles Jagdlager. Okay. Ah, okay. Genau, das weiß ich. Ah, okay. Niedergabe. Ach so, hast du hier was jetzt gefunden? Ich, weil das habe ich ja durch, deswegen finde ich ja hier nichts. Ja, ja. Warte, kann ich kurz hier dran? Ja, unbedingt. Danke dir. Unbedingt. Oh, danke dir. Ich habe mir jetzt von hinten durch das Heckfenster das knusprige Eichhörnchen genommen. Sehr gut. Okay, das hat schon mal funktioniert. Okay, wie gesagt, tut mir leid, ich habe die Quest ja schon gelöst. Und deswegen, aber ich begleite dich halt und mal gucken. Für mich ist das auch nochmal interessant. Also ich hatte hier andere Orte gehabt. Okay. Ah, okay, tatsächlich, ja. Okay, also er zeigt mir, ich muss hier noch ein bisschen lang. Okay, dann wirst du was, suchst du jetzt die Leiche von Janelle oder was? Nee, das Jagdlager. Das Jagdlager, okay. Da wird hier, da ist es. Okay, ist auch gerade. Okay, ja, genau, hier war ich auch. Okay, sehr gut. So, was steht hier noch? Du stehst gerade im Feuer. Ja, aber wie tut's nicht gehen? Ja, ist ja aus. Ist ja aus. Die Angel kannst du. Warte mal. Versuch das Gebiet in der Nähe des Lagers. Okay. Ja, gut. Schauen wir mal. Ah, okay. Also hier das Gebiet sollen wir untersuchen. Okay. Ja, gut. Schauen wir mal. Ah, okay. Wir müssen Holz gleich sammeln, ich brauche mal Baumstämme noch. Ah, ach, okay, hier liegt sie. Genau. Das funktioniert? Super, ja, okay. Richtig, das habe ich auch gehabt. Okay, sehr gut. Und jetzt findet das fehlende... Nee, warte mal. Findet Janelle und suche die Höhle. Okay, findet Janelle. Wer ist das hier? Oh, Moment. Wer ist hier, der Leichnam hier, das Skelett? Ich habe keine Ahnung, steht leider nichts. Ist das nicht Chanel? Nee, scheinbar nicht, weil ich habe das immer noch, ich habe immer noch diese Kreise, also praktisch diese, ja, Questmarker oder Quest-Markierungen, was auch immer, ne? Okay. Also diese Bereiche, wo man etwas suchen soll, mit gelben. Ich mache mal meine Markierung Kringel aus, damit die nicht durcheinander bringen. Ja. So, also das muss hier irgendwo... Ah, ja. Oh, du. Ja, da ist es. Du wirst noch so einiges vor dir haben. Da ist sie, ja. Da das ist Chanel. Die sieht aber noch recht gut aus, finde ich, ne? Ja. Man könnte sie noch daten. Ja, das fände ich auch. Also, ohne Quatsch. Ist schon okay so. Hier ist ein Wolf. Oh, jetzt wird's interessant. Hier, der kommt schon. Der hat mich schon besucht. Okay. Ah, cool. Los, gib ihm einen, gib ihm einen. Jo, mach ich mal. Auf. Ja, hi. Okay. Hä? Sehr schön. Also. Ja, sehr schön. Ja, ich wollte ihn noch ein bisschen hinhalten mit meiner anderen Waffe. 68 EP, aber das ist ein bisschen wenig, ne? Ja, wie gesagt, die schöne EP-Zeit ist leider vorbei. Ja, schade. Naja. Warte mal. Das war schön. Da habe ich noch ordentlich. Ja. Das habe ich schamlos ausgenutzt. So, pass auf, jetzt kommen wahrscheinlich noch die Jungen von wenn du Pech hast. Da habe ich sie schon. Ah, okay. Ah, okay. Ah, da sind sie. Sehr schön. Was habe ich hier für eine Waffe? Wo ist mein Zielfernrohr und warum? Sehr schön. Quest abgeschlossen. Jawohl. Ich habe auch Punkte gekriegt. Jawohl, super. Sehr gut. Danke dir. Sehr gut. Ich nehme immer gerne EPs. Ja, schön. Sehr schön. Teamwork, sehr gut. Jawohl. So, auf eine kleine Eule. Boah, ja, wie gesagt, sind kleine Sachen, aber das ist interessant. Das größte Ding kommt aber noch.
Jetzt habe ich auch wieder eine Karte bekommen, aber die, das machen wir später. Das machen wir später. So, du bist aufgestiegen auf 64. Genau. So, Marc hat auch schon 55 alleine geschafft. Sehr gut. Die kleine Fleißmeise. hat ein bisschen gelevelt, was? Ja, natürlich. Er ist unten gewesen. Da habe ich mit Alex gespielt, mit Leonidas. Und dann haben wir Marc in Ruhe gelassen. Ne? Ja, klar. Ein paar Quests gemacht. Sehr gut. Cool. So, wo musst du jetzt hin? Es macht auch mal Spaß. Es macht auch mal Spaß, ein bisschen unbeteiligt nebenher zu sein. Auf jeden Fall. So, ich bin überladen. Ich bin so ein bisschen, ja, das ist ja bekannt hier in dem Game. Ja, ja. Gucken, was kann ich hier ablegen. Ups, würde mir hier wieder. So, ja. Der Ausputzer, nicht? Oh, ich muss Marc, der Ausputzer. Ist das der Ausputzer? Ja. Schade. Hast du mal den Hotdog? So. Also ein bisschen Wasser. So, warte mal, gucken, wie sieht's aus. Waffen, Ausputzer. Der ist heil. Doppelschaden hat einen Schaden. Explosiv. Ja, geht noch. Der Gesundmacher, den habe ich noch. Der ist auch gut. Weißt du, warum ich den Gesundmacher genannt habe? Keine Ahnung. Wenn ich damit zuschlage, kriege ich HP. Ah, okay, ja, ja, so eine Waffe hatte ich auch. Ich hatte so eine Schrotflinte. Irgendwas mit Vampir, blutrüstiger genau. Vampir oder so. War richtig geil. Also, nur das Problem ist, die hat irgendwann einfach einen Schadenswert erreicht. Da war es einfach nicht mehr interessant. Ja, ist richtig. Ja, das ist das Problem. Wo muss ich jetzt hin? Ich renne hier einfach vor. Wenn ich noch so ein Gewehr finden würde, das mir praktisch Lebensenergie zurückgibt, aber auch die Schaden. Finden macht, wir noch. Dann. Hab Geduld, ich finde sie für dich. Ja, sehr gut. So, sind wir noch überladen? Ach so, du bist beim Ausmisten. Naja. Irgendein Scheiß hier bestimmt. Lass mir Granate, Impuls, Mine. Und Wecker, ich hab einen Wecker gefunden. Oh Gott, ich hab eine Mine gehabt. Mit der Granate, Cocktail, kann man noch überladen. Kein Schutzanzug. Bronzejacke, okay. Oh, ich habe Hotdogs gefunden, 2 Stück. Sehr gut. Ich muss erstmal lecker essen. Jo. Lieg hier in dem. Also ich überleg jetzt gerade. Sattel auflieger. Was könnte ich? Das ist eine Roboterstation. Munition. Munition. Vielleicht habe ich ja irgendeine unnötige, superschwere Munition. Das wäre gut. Okay. Hast du vielleicht Schrotpatronen für mich? Warte mal. Ich guck gerade mal nach. Brauchst du Schrotpatronen? Auch immer Schrotpatronen. Ah, ich spiele ja sehr viel mit der Schrotze, weißt du? Ja, gebe ich dir. Ja. Okay. Nö. Ich krieg. Warte, nasse okay. Füße. Komm hier, kriegst Schrotpatronen mal von mir. Ich habe zwar auch eine Schrotze. Also Kaliber 50 Ball, hast du Interesse daran? Danke, nein. Okay, gut. Aber hier hast du Schrotpatronen von mir. Ich gebe dir. Ah, sehr gut. Von meinen paar gebe ich dir mal die Hälfte ab. Ah, cool. Ach, du benutzt jetzt auch schon den Kaum, da behalt sie. Ist okay, muss mir nicht geben. Hier, warte. Alles gut, muss mir nicht geben. Doch, jetzt ein bisschen. Warte, habe ich hingelegt, ein paar. Ah, ja. Oh, bist du das Wahnsinn? Das tut mir richtig an. Alles gut, natürlich nimmst du die an jetzt. Also, dankeschön. Du musst aber auch direkt übertreiben, über 1100 Patronen. Ey. Alles gut. Du bist mir einer. Danke. Alles dir. Schick. So. Was machen wir denn jetzt? Na, deine Quest. Ja, ich schaue noch gerade. Wir könnten dieses schwarze Schaf machen, oder? Seht ihr davon? Das ist eine Schleifmaschine. Ja, können wir machen. Das gehört ja alles dazu. Okay, cool. Dann, Bloß bei der einen Sache, ich guck mal auf die Karte, ob genug Spieler da sind. Ja.
Weil der, die eine Sache mit dem Ziegenbock, das ist extrem. Ach so, okay. Da habe ich letztens, also ich habe das gerade so mit Ach und Krach geschafft und dann so, okay. mit einmal wiederbeleben und so weiter. Also das war schon Knasch. Jetzt habe ich 7 Kilo. Sag an, wo müssen wir hin? Scheiße. Rattengift, leer. Jetzt habe ich 7 Kilo Übergewicht. Wie viel Platz hast du noch? Ich habe keinen, ja so wie ich jetzt rumlaufe, gar keinen Platz mehr. Gar keinen Platz mehr, ne? Ja, scheiß drauf, dann laufe ich einfach mit Übergewicht. Ist ja nicht so schlimm. Da. Da, wo wir hinkommen, da ist ja auch bestimmt irgendwo eine Kiste, weißt du, dann kann ich was ablegen. Irgendwo muss hier in der Gegend noch ein Gimmick sein, wo du ein Skelett oder dich selber mit einem Katapult durch die Luft schleudern kannst. Ah, okay, cool. Ah, da ist er! Da ist er doch! Hey. Er kann vielleicht. Du, wer? Wo, was? Wo bist du? Menander ist hier. Na, pass auf, Alex kommt heute vielleicht später auch noch rein. Der hat mir gerade geschrieben, ja, wenn der Film zu Ende ist. Ja, cool. Alles klar? Kann er machen, ja, klar. Gut, natürlich. Warte. Ich schreibe ihm mal ganz kurz. Entschuldigung, ja, ja. ne? Ja, ja, nicht so. Menander, kannst du mich verstehen? Kannst du mich verstehen? Ah ja, jetzt kann mich. Ah ja, ich hab's jetzt auch aus. Ja. Machen wir das mal an. Ja, die Aufnahme ist gleich zu Ende, dann können wir das machen. Ja, okay. Du kannst ja schon mal reingehen in den Speak hier. Kannst ihm das ja sagen, ist ja nicht so schlimm. Ja. Und dann wandern wir deine Quest ab. Menander, mit dem habe ich das zusammen gemacht, ja? Ja, sehr gut. So. Wo ist er? Er ist gerade weggelaufen. Ja, jetzt hast du dein Echo. So, Menander, hörst du mich? Jetzt Echo, Echo. Echo, ja, ich bin leider jetzt am Schreien. Das ist nicht. Aber du verstehst mich, oder? Ja, ich verstehe dich. Ich verstehe dich, keine Ahnung. Danke. Ja, gut. Ja, bitte. So. Da muss noch mehr sein. Ich höre sie atmen. Gut. Alter, ich bin schon hier. Da ist sie nicht. Verstehst du mich? Hallo? 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 Er versteht mich nicht. Ich habe eine Teameinladung gesandt. Sehr gut. Miteinander. Jawohl! Gut, Aufnahme ist gleich beendet. Mach ihm das mal klar, dass wir dann nachher umschalten. So, hörst du mich jetzt? Okay, sehr gut. Verstehst du mich jetzt? Sehr gut. Ja, also, du kannst gerne mit uns ziehen. Wir werden ein paar Missionen machen. Wir sind in der Aufnahme, muss ich sagen. Natürlich eingeladen. Wir nehmen aber auf. Nur damit du Bescheid weißt. Aber ist gar kein Thema, ne? Also, du kannst gerne mitkommen. Wir kündigen das letztendlich hauptsächlich nur an, damit im Hintergrund einfach nicht zu viele Geräusche sind. Weißt du? Nur deswegen, hauptsächlich. Oh, dankeschön. Das ist aber nett. Dankeschön. So, das können wir jetzt mal gleich machen. Ich gehe jetzt mal auf meinen Ingame-Speak rauf. Auf Team brauchen wir ja bloß gehen. Alex kommt übrigens auch noch rein. Heute. Okay, super. Alex kommt jetzt auch noch rein. Also später, noch ne? So, ich gehe mal raus aus Team-Speak. Hallo? Can you hear me? Kannst du mich hören? Martin? Leonidas, du kannst mich hören, ne? Leonidas, du hast deins nicht auf Team. Das funktioniert. Irgendwie haut das wieder nicht hin. Hier ist schon wieder ein Erdbeben, ne? Hallo? Leonidas, kannst du mich hören? Ja. Alles klar, Leonidas, warte mal, jetzt Martin, kannst du mich hören? Martin hat seinen Teamspeak aus.
Der muss auf automatisch gehen, dann haut das hin. Ich gehe mal kurz. Wir müssen ein paar Einstellungen tätigen. Connected. Martin? Ja. Du musst mal auf automatisch gehen. Ich kann dich in-game nicht hören, nur auf Teamspeak. Aber das Problem ist, wenn ich auf automatisch gehe, hat mich vorher der Leander wiederum nicht gehört. Das aber ich höre dich nicht, bei dir ist ein Kreuz. Du musst auf Team oder auf. Bist du jetzt auf Team oder auf automatisch? Ich bin auf Gebiet. Nee, auf Team musst du gehen. Jetzt weiß ich. Gebiet haut nicht hin. Das, wenn du auf Team. Okay. Wenn wir dann mal auseinander gehen, dann hörst du ihn nicht. Okay, alles klar. Okay. Warte, geh mal auf Gebiet. Ich warte. Ja. Ein paar Einstellungen tätigen. Ja. Kein Ding. Also den Leonidas höre ich, dem. So, du hast jetzt warte, ich schalte das Teamspeak aus. Und jetzt können wir uns alle verstehen, ja? Jetzt verstehen wir uns alle, ja, super, komm. Ja. Leonidas, folgendes, ich nehme das hier auf für meinen YouTube-Channel und ne, weiß Bescheid, du bist herzlich eingeladen, nachher mitzumachen im Team. Ich begrüße hier ganz, ganz herzlich den Meander 2004 auf meinem Kanal und er wird heute mit von der Partie sein. Etwas später macht dann der Alex noch mit, der Chassis-LP. Der kommt dann aus dem Kino, der Film ist aus, er hat mir das schon geschrieben und ich freue mich auch schon auf den. Und dann sind wir wieder absolutes Dreamteam heute. Also, wir machen heute die Quest, die wir beide zusammen gemacht hatten, Leonidas. Und zwar die Taxidermie und die schwarze Schafgeschichte und so weiter. Und das heißt, wir können dann Martin ein bisschen unterstützen. Okay? Jupp. Alles klar. Gut. Martin, sage an. Du bist noch ein bisschen leise, Martin. Du bist sehr schüchtern. Ich bin leise. Jetzt. Jetzt ist besser, ja. Ist besser. Okay, gut. Du hörst jetzt. Alles klar, dann es geht da lang. Ich bin wieder überladen, aber es geht da lang. So. Mich versteht ihr, ne? Ja. Alles klar. Ich bin noch nicht zu leise, ne? Ja, also. Gut, weil für die Aufnahme ist das immer ganz wichtig. Also Leonidas, du bist dann später mal im Fernsehen. Weißt Bescheid, ne? Auf meinem Kanal. Okay. Wir haben noch 4 Minuten, die nehmen wir noch auf und dann, nach 30 Minuten, Leonidas, unterbreche ich, also fange ich meine neue Aufnahme an, ne? Alles klar. Okay. So. Martin, ehrlich, du siehst ja mit deinem, Indiana Jones nicht, aber diesen Western-Film, weißt du? Ja, ja, ist so. Ich habe schon überlegt hier, aber ja, cool. Das sieht echt ganz gut aus mit dem Kopf. Das finde ich auch. Also, oh. Sollte auf die Karte. Ja. Ja, genau so. Huch. Oder hört, das hört sich nicht gut an. Das gibt Druck, das war wichtig. Jawohl. Dass er weggegangen ist. Okay, alles gut, Meander? Ja, ne? Nichts passiert? Ja, alles gut. Gut. Ja. Okay, wunderbar. Hier ist auch schon der nächste. Oh, Rechter. Oh. Sehr gut. Katsching. So, 45er Munition. Und eine Fuzzi-Zelle. Ja, wo sind die nächsten? So, jetzt schauen wir mal auf die Karte. Okay, also das ist ja hier. Du weißt, wo du hin musst, ne? Ja. Meander, wo schlägst du, mit wem haust du dich, ja? Mit wem prügelst du dich wieder, hä? Oben ist der ganz intelligent, der. Okay. Okay, also hier ist ein Tresor, ich öffne den mal. Machen wir! Lieben Gruß. Lieben Gruß von Marc, ne? Ja. Ich bin gerade am Sterben. Wir sind alle am Sterben, ne? Oh, der Einzige, der lebt. Martin, du musst uns wiederbeleben. Ja, ich komme. Scheiße, ich bin allein. Ich bin unterwegs. Verdammt. Verdammt, was war das? War das ein Auto, was hier in die Luft geflogen ist, oder was? Alles gut. Da hab ich gepennt. Ja. Oh, danke. Also, danke, gerne, mein Freund. Sehr gerne. Ich auf jeden Fall hier nach oben, am besten über die Treppe, hier, Seitentreppe, das muss hier irgendwo in dem Gebäude okay, sein. Ach nee. Was ist? Alles gut? Da, wir fallen. Ja. Wo bist du, auf der anderen Seite? Hier gerade das Gebäude.
Ich wollte mal hier ohne Rüstung rumrennen hier. Du bist schon wieder beladen, schätze ich, ne? Ja. Ah, ich hab's gefunden. Alles klar. Ich soll einen schönen Gruß vom Marc bestellen. Wir sollen viel Spaß haben. Und was hat er noch geschrieben? Ja, und wir sollen ein paar Super Nannies für ihn mitkillen, hat er gesagt. Sehr gerne. Also auf jeden Fall lieb zurück. So, ich beende erstmal die Aufnahme, Freunde. Das war's erstmal für heute wieder. Bis dann. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.